Dann Unruhe auf der Dynamo-Bank. Da kommen die Leibchen raus. Was ist los? Benny Kirsten geht vom Feld nach 35 Minuten. Patrick Wiegers muss rein, der Ersatztorhüter. Handbruch bei Benjamin Kirsten. In den ersten 5 Minuten ist das passiert. Mehrere Wochen Pause. Ein Schock für Dynamo in diesem Spiel. Ecke Cottbus, Matuschka. Mit Baller. Oh, der Wiegers. Und der Konter läuft. Eilers. Justin Eilers. Finde Tekerci. Tekerci gegen Kaufmann. Gegen Müller. Tekerci. Tekerci. Das ist das 1:0. Oder nicht? Oder doch? Ja, was denn nun? Die Cottbusser, sie protestieren, aber der Schiedsrichter zeigt auf den Anschlusspunkt. Florian Mayer. Dynamo hat den Deckel nicht drauf gemacht. Und Cottbus kommt. Mit Perdedai. Brisogic. Die Situation geklärt, aber dann der Blick von Mayer zum Linienrichter. Und sie sehen's. Der ausgestreckte Arm zeigt auf den Punkt. Es gibt Elfmeter. Handspiel, sagt Mayer. Handspiel. War das Handspiel? Perdedai hier gegen Brisogic. Und dort diese Situation. Hier schauen wir nochmal. Zack. Da so ein bisschen der Ringfinger war am Ball. Bittere Entscheidung für Dynamo. Matuschka gegen Wiegers. Böger kann nicht hinschauen. Matuschka gegen Wiegers. Der Wahnsinn. Wiegers hält das Ding. Das ist ja nicht zu fassen. Der kommt hier von der Bank und wird zum Matchwinner gegen Matuschka, den Gott vom Elfmeterpunkt. Gegen Duisburg hat er getroffen, Matuschka. Aber den Wiegers, den kann er nicht bezwingen. Und René Kindermann, der hat in aller Ruhe mit dem Protagonisten gesprochen und mit dem Ersatztorhüterhelden hat er selbstverständlich begonnen. Dann kommt dieser Elfmeter. Der Matuschka steht da vor Ihnen, ein Hero sozusagen, der mit allen Wassern gewaschen ist. Wie sind Sie das denn angegangen? Ich habe mir ehrlich gesagt schon vor dem Spiel Gedanken gemacht. Matuschka, ich habe mit Regensburg in Berlin, war ich auf der Bank gesessen und da hat er uns einen Elfmeter zum 1:0 oder zum 0:1 ins Tor gehauen und auf das Eck. Und das habe ich mir gemerkt und da hat er heute wieder hingeschossen. Sie haben sich vor dem Spiel schon Gedanken gemacht, obwohl klar war, Sie wären wahrscheinlich gar nicht eingewechselt. Habe ich.